Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal hier in der Gang. Und ich hoffe, ja, Lautstärke ist zu laut. Ich hoffe, die Qualität ist heute besser. Ich habe jetzt 1080p und 60 FPS eingestellt. Ich weiß nicht, ob YouTube das jetzt so behält oder nicht. Ich hoffe es. Denn wenn nicht, dann bin ich sehr traurig. Falls ihr denkt, das ruckelt viel zu doll, das ruckelt im Spiel normal auch so. Also nur Bescheid sagen. Ich habe natürlich wieder die Sachen aus dem Briefkasten geholt. Einmal ein Silbersnack und ein Alpenkleid. Wo ist das? Wo finde ich das jetzt? Erstmal hier hin gucken. Hier gibt es eigentlich nichts Neues. Gibt es irgendwo ein, wie heißt das nochmal? Ein Inventar. Ja, jetzt. Ja, stimmt. Oh, das ist das Inventar, ne? Geil. Cool. Wir ziehen erstmal unser Alpenkleid an. Und Hauspantoffeln. Oh nee, so möchte ich ja nicht aussehen, ne? Dann mal Socken. Und Schuhe. So. Ich sehe so dumm aus. Juni? Turteltaubentrauung. Ach, kein Bock drauf. So. Hallo, Sophie. Hab mich entschieden, ich möchte dich doch haben. Oh, was für ein wunderschöner Morgen das heute wieder ist. Das Rauschen des Meeres ist ja so belebend für unser Körper und Geist, nicht wahr? Wir wollten eine Makrele haben. Für mich? Ernsthaft? Hui, ich finde es total geil, solche Fans zu haben, die mir Makrelen schenken. Flöt. Flöt? Okay. Ein paar Belohnungen bekommen wir wieder. Dabei kennen wir uns noch gar nicht so lang. Du bist eine Wuchtflöt. So, mich haben ein paar gefragt, was ist der Sinn des Spiels? Der Sinn des Spiels ist, einen Campingplatz aufzubauen. Auf dem Campingplatz müssen Bewohner her. Diese Bewohner bekommen wir, indem wir eine Insel bereisen. Die können wir aber nur auf unseren Campingplatz einladen, wenn wir bestimmte Möbelstücke haben. Die Möbelstücke können wir freischalten, indem wir ein höheres Level erreichen, wie wir oben links sehen. Ja? Und oben links, die Level bekommt man, wenn man anderen Bewohnern hilft. Und wir haben eine Quest erledigt. Ich nenne die halt einfach immer Quests, weil das sind ja auch Quests. Herzlichen Glückwunsch, tolle Arbeit. Pfirsiche. Ah, die mich Pfirsiche versteht. Wie kann ich dir weiterhelfen? Hier, saftige Pfirsiche. Wow, wusste gar nicht, dass du so cool bist. Danke. Dabei kennen wir uns noch gar nicht so lang. Du bist eine Wuchtflöte. Ich sag schon wieder das Gleiche. Da hätte man ein bisschen mehr ich kann das Wort nicht aussprechen gerade. Tut mir leid, ja? Jetzt ist gerade, warte mal. Ich muss mal gucken, wie viel Uhr es ist, ja? Es ist 8.55 Uhr, ja? Und ich bin um 7.30 Uhr aufgestanden. Weil ich da beim Wecker gestellt habe. Oh. Ich habe wirklich einen Wecker, richtig geil. 5 Minuten geht die Aufnahme, glaube ich. Ich kann es ja nicht sehen, aber ich schätze es immer an der Uhr ab. Hey, alles klar. Hier, wieder ein Pfirsich. Okay, das Spiel ist aber, glaube ich, von Natur aus auch ein bisschen buggy und laggy. Juhu, du bist mein ganz persönlicher Held. Nee, das ist die Stimme vom Toad. Dabei kennen wir uns noch gar nicht so lang. Du bist eine... Och, Mann, die sagt immer das Gleiche.
Yay, ja, ich habe bei Sophie Freundschaftslevel 3. Oh, bald sind wir Level 3. Dann können wir zu dem in den Garten von Geralt rein. Okay, dann suchst du was Bestimmtes. Such mal einen Campingplatz. Du, wie sagst du, ich soll auf den Campingplatz? Okay, dafür ist eigentlich eine ganz tolle Idee. Weißt du aber auch, was ein geiler Stall ist? Eigentlich solltest du mich ja schon in sämtlichen sozialen Netzwerken wie Instagram oder auch YouTube kennen. Ich heiße nämlich auf Instagram Kilian de Gang und für meinen geilen Foto-Account, der noch berühmter ist, da heiße ich BNV Germany und auf YouTube heiße ich Kilian de Gang. Könnt ihr alle abonnieren und liken, ja. TikTok habe ich natürlich auch, wie es für Grand Damen wie mir so üblich ist. Da ist die Kia gegangen, ja? Okay, ich werde direkt mal auschecken. So ein Campingplatz voller Hit. Denk an mich, wenn es soweit ist. Bestell doch einfach Gegenstände. Herzchen, Sofa, Aloe Vera. Aloe Vera haben wir. Sobald dein Campingplatz meinen Ansprüchen gewachsen ist, dann komme ich mal vorbei. Großes Sophie Ehrenwort. Ehre. Ehre? Ehre. Ah ja. Warte. Hi. Hä? Warum kann ich denn nicht? Ach, muss ich das Herzchen-Sofa auch machen? Okay. Dann gehe ich mal zurück. Boah, ich sehe so grässlich mit diesem Alpenkleid aus. Hilf. Deine Hilfe wird benutzt. Ja, ich muss ja auch noch Bienchen und Apollo wieder Quests erledigen. Mach ich doch gerne. Vogelgezwitscher höre ich hier. Ja. Hallo? Geht doch. Leg dich. So, Apollo, was ist denn mit dir? Tag, Kilian. Schon gefrühstückt. Kein Clown, hoffe ich. Jeder Kilian, nimm das und stell keine Fragen, ja? Was? Ah ja, ist doch keine Fragen gestellt. Oh! Großzügig. Yeah, Level 3. Komisch, Sophie ist noch nicht mal auf unserem Campingplatz und hat ein höheres Freundeslevel als Apollo. Dann mal zu Bienchen. Hoffe ich. Akilian, guten Morgen, wie geht's dir? Aus meiner Hilfe. Bitte entschuldige. Aber könntest du versuchen, ein bisschen Geld mir zu geben? Ich meine, ich berechne das für das neue Samsung X. Ich meine, das Samsung 11. Ich meine, das iPhone 23. Würdest du mir vielleicht ein bisschen Geld geben? Also ich habe gerade kein Geld bar. Ich habe das alles zu Hause vergessen. Aber ich könnte ein bisschen Obst hier bringen, weil die kann man teuer verkaufen. Ist mir eigentlich ziemlich egal, wie du das machst. Aber Hauptsache, ich bekomme das Handy, weil sonst werde ich Apollo schlagen. Und da wird er dich verantwortlich machen. Komm, du bekommst die ganzen Litchis. Litchi.
Eine Litschi! Das habe ich bereits am Duft erkannt. Yay, hier ist deine Belohnung. Vielen Dank. Du hast den heutigen Tag zu einem ganz besonderen Erlebnis gemacht. Und sind wir Level 3? Okay, mit Bienchen sind wir Freundschaftslevel 4 schon. Schau, was Neues gibt. Du kannst jetzt auf dem Campingplatz und in der Hütte die Kopfbedeckung, Kleidung und Accessoire vom Bienchen ändern. Was? Geil! Im Zelt? Oder wie jetzt? Yeah, wir sind Level 3! Oh, das ist geil. Levelaufstieg. Briefkasten warten. Belohnung auf dich. Freya kann jetzt auf unseren Campingplatz. Was? Man kann... Oh. Man kann jetzt richtig viele neue Sachen auf Level 3 machen. Unter anderem haben wir jetzt, glaube ich, auch Geralts Garten freigeschaltet. Oder was auch immer das da hinten ist. Oh, Melinda. Hallo Kilian, ich habe tolle Neuigkeiten für dich. Dein Zeitplatz wurde an meinen brandneuen Gartenbereich erweitert. Von nun an kannst du säen, gießen und an deinem Blümchen beim Erblühen bewundern. Du kannst sofort damit anfangen. Sprich einfach den Geräuden an. Er wird dir alles weitere erklären. Ich kann kaum erwarten, was du alles mit deinem neuen Garten anstellen wirst. Geil, dann haben wir doch was geschafft in der Folge. Oh. Toller Garten. Herzlich willkommen, dieses alles so aufregend. Doch ich werde mein Bestes tun, um gelassen zu bleiben. Hier sehen Sie Ihren ganz eigenen Gartenbereich. Die zugehörige Erde ist nachweislich allererster Güte. Jetzt liegt es alleine an Ihnen, das Saatgut auszubringen und gründlich zu gießen. Sollen wir beginnen? Papagei-Tulpensaat. Ausgezeichnet. Versuchen wir es doch einmal, sie auszusäen. Bäm. Ich habe drauf getippt. Saatgut. Papagei-Tulpe. Das sieht ja geil aus hier. Aber ich habe ja, glaube ich, noch mehr Samen. In meinem Inventar. Gut gesät. Schon bald wird unser Saatgut zu sprießen beginnen. Ein Einsatz von Dünger wird die Samen übrigens im Windeseile zu Blüte treiben. Das meine ich wortwörtlich. Probieren Sie es doch einmal mit diesem Gratisdünger aus. Dünger haben wir. 180 Minuten? Ist das sowas wie Beschleuniger? Yeah, unsere Blumen sind gewachsen. Oh, welch bezaubernden Blumen. Wir schreiten nun zur Ernte. Wie Ernte? Hä? Warum machen wir den dann kaputt? Ich möchte sie da liegen lassen. Letzter Aspekt der Gartenarbeit bleibt mir noch zu klären, die Kreuzung. Blumen können mit Hilfe von Blumen aus ihrem Inventar bestäubt werden. Dabei kann selbst die Kreuzungen mit Blumen des gleichen Typus zum seltenen Saatgutresultaten führen. Versuchen wir es doch gleich einmal. Ach, wir haben jetzt gelbe Blumen freigeschaltet. Oder wie jetzt? Oha, wenn ich mich nicht irre, handelt es sich tatsächlich um eine seltene Saatgut. Wie ich sehe, sind die Kreuzungen wahrlich eine wundervolle Methode zu erhalten exotischer Samen. Allerdings sollten sie auch nicht außer Acht lassen, dass die ursprünglichen Blumen verloren gehen. An der Tür stellen sie sich die Frage, wer denn diese... Ich habe zu geskippt, oh mein Gott. Nun... Ein jeder Strauß, den sie mir bringen, wird ein besonderes Geschenk belohnt. Ich nenne diese Transaktion ganz sachgerecht der Blumenhandel. Vielleicht nicht der blumigste Name, doch sicher werden sie von diesem sehr angetan sein.
Wie kann ich dir helfen? Blumenmangel. Achso, und da kann man die halt ernten und dann bekommt man Geschenke. Ich glaube, damit hätten wir die wichtigsten Aspekte der Gartenarbeit behandelt. Zu diesem Anlass möchte ich Ihnen ein kleines Präsent überreichen. Papagei. Oh, das sind ja geil, mega viele Blumen. Wie es der Zufall so will, handele ich mit eben solchen Samen, wie sie Ihnen soeben überreichte. Zögern Sie also nicht auf mich zuzukommen, wenn Sie Nachschub benötigen. Bei Fragen hingegen möchte ich Sie an den Reiseführer verweisen und nehme hier meinen Abschied. Netter Kerl. Oh nein, ich muss die Augen zumachen. Der war Os. Meine Theorie zu Os. Ich möchte ihn nicht sehen. Meine Theorie zu Os ist, ich habe schon mal gehört irgendwo, der soll eine Katze sein. Das hat er, glaube ich, einmal gesagt. Dass der Katzen sehr doll mag und irgendwie selbst eine Katze ist oder so, habe ich schon mal gehört. Deswegen denke ich, dass es Olli ist. Olli, die blaue Katze, die noch gar nicht vorkommt. Oh, Carlotta, genauso hässlich. Oh, hallo, du kannst gerade recht. Das Immobiliengeschäft läuft im Moment nur mäßig. Darum arbeite ich nebenbei als Hochzeitsplanerin. Ich möchte eine Hochzeitsmesse ausrichten, aber ich komme bisher in keinen geeigneten Ort. Dann habe ich einen Zeltplatz entdeckt. Ich bin sicher, dies wäre die ideale Veranstaltungsort. Natürlich kenne ich hier niemanden so gut außer du. Wenn du Interesse hättest, würde ich dir gerne eine Stelle als meinen Planungsassistenten anbieten. Ja, wie sieht's aus? Ich hätte am besten auf habe ich eine Wahl getippt. Wunderbar, da machst du mir eine riesige Freude. Nun brauchen wir natürlich noch ein Motto für die Gestaltung. Ich dachte an einen Gartengala. Ich möchte, dass wir die kühnsten Vision umsetzen. Wir werden keine Kosten scheuen. Natürlich wirst du auch alles bezahlen. Grün-Weiß, alles soll so schön grün-weiß sein. Und da passt besser dazu als viele kleine Ringler, die mit ihren schimmernden Flügeln flattern. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr zu reden, aber um dich zu nerven und damit du wie immer noch meine hässliche Stimme vorlesen musst und damit du Halsschmerzen bekommst, labere ich dich trotzdem voll. Wenn du diese Blumen in einem Garten einpflanzt, werden sich die Ringler nur um sich versammeln. Dabei fällt mir ein, weißt du denn schon, wie man Ringler fängt? Okay, dann laber ich dich mal weiter voll. Lass mal gleich mit dem Geräusch versuchen. Er erklärt es dir gern. Hat er eine Wahl? Ich denke nicht. Ich glaube, er wird von Carlotta dazu gezwungen. Hallo und willkommen, dass sich das Übung fällt. Lass uns doch gleich begehen. Bitte schenken Sie Ihre Aufmerksamkeit dem Blumen dort. Hier, Sie sehen, sind Sie cool für dem Aufblühen. Ja, yeah, was sind das denn für Blumen? Oh, sehen Sie nur. Sie sollten versuchen, ein Exemplar davon zu fangen. Wie? Zwei von diesen Viechern muss ich fangen. Hervorragend! Machen Sie weiter und so fangen Sie noch mehr. Was soll das jetzt? Was? Ich schade einfach einen Wisch. Naja, das kann vorkommen, aber falls es Sie berührt, Sie können mich jederzeit um Hilfe bitten, sonst nehme ich Blattbaum für meine Dienste, aber dieses Mal helfe ich gratis auf so eine Weise. Geräusch, fang mal für mich. Also gut, bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Hier ist meine Konzentration gefragt. Was? Ich dachte, der ist in meine Erde verbuddelt. Was? Der kann springen? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Schauen Sie hier, ein Tierchen. Will sie gefangen ohne Umstände. Wann immer sie da fangen lästig wird, dürfen sie einfach über meine Fähigkeiten verlassen. Dürfen sie sich einfach auf meine Fähigkeiten verlassen. Ich gebe immer mein Bestes. Sie brauchen nur zu fragen. Quote erfüllt. Was ist ein Kalotter? Ja, wahrscheinlich schon. Gut gemacht, Kilian. Da warst du deine Belohnung verdient. Hier ist das extra für dich. Das ist ein Stein. Liebes Blumensaat. Ah ja. Oh, und bevor ich vergesse, teile deinen gefangenen Ring unbedingt auch mit deinen Freunden. Sie würden sich riesig darüber freuen. Das ist ein geteiltes Glück, doppeltes Glück. Das würde ich sagen, machen wir aber in der nächsten Folge. What the heck? Habt ihr gerade gesehen, wie Nepp und Schlepp aussahen? Willkommen! Ich nehme das Teilen, das Tierchen. Oh mein Gott. Also, ah ja, ich habe mich falsch Stimme gemacht. Nur zu, lassen Sie ja eines der seltenen Geschöpfe in diesem bei diesem Blumen frei. Was? Ja. Warum lasse ich die frei? Sehr schön, du kannst den Ringelwins auch auf jeder beliebigen Pflanze aussetzen. Hier hast du eine Belohnung fürs Teilen mit deinen Freunden. Ich habe sie nicht geteilt, ich habe sie auf die Blumen getan. Ach, großzügiger Spender Carlotta. Und leiste weiterhin so tolle Arbeit, du machst das Spitze. Ah ja. Mann, die sollen aufhören zu labern. Ich möchte die Folge beenden. Gute Arbeit, aber da wir alle Themen durch haben, fassen wir sie nochmal kurz zusammen. Seltene Tierchen werden von Saisonblumen angenommen. Wenn sie auftauchen, versuchen sie zu fangen. Erhalten sie halt Belohnungen, je nach Anzahl der gefangenen Tierchen. Fangen sie also so viele wie möglich. Wenn sie welche haben, dann können Sie sie außerdem mit Ihren Freunden teilen. Diese Teilen sollen Sie nie vergessen. Damit endet meine Erklärung. Ich wünsche viel Erfolg. Falls Sie sonst noch Fragen einfallen, kannst du jederzeit die Aktionsdetails nachblättern. Na gut, dann bleibt nur zu sagen, viel Erfolg bei der Ringerjagd. Es gibt Grüne. Übrigens, heute ist der letzte Tag mit den YouTube-Abstimmungen. Hashtag RIP. Dazu werde ich ein Video auf dem Zweitkanal mal wieder veröffentlichen. Glaube ich. Camper-Konversation versuchen mit den Campern auf dem Camper. Endlich. Endlich muss ich nicht mal die Stimme von Carlotta vorlesen. Die Folge ist wahrscheinlich schon wieder lang. Ich mach noch eben die Quest. Ja, hier. Die hole ich mir ab. Und dann würde ich mich dann auch von euch verabschieden. Ich hoffe, heute ist alles ein bisschen besser. Hier mit der Qualität. Und dass es nicht so doll geleckt hat. Ja, dann bleibt mir nur noch sagen, Ich setz mich hier hin. Hallo? Boah, wie setzt man sich denn hier hin? Geht doch. Ja, bye bye und ciao, Leute.